Hallo meine lieben Freunde, solltet ihr das frohes neue Spezial von Wolf vs. Friends noch nicht gesehen haben, wünsche ich euch natürlich auch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr 2018, denn wir starten quasi mehr oder weniger mit diesem Video in das Jahr 2018 hier auf diesem YouTube-Kanal auch, denn ihr werdet ja schon mitbekommen haben, dass seit Neujahr keine Videos mehr gekommen sind. Und ich möchte euch jetzt erstmal ein bisschen aufklären, was euch im Jahr 2018 erwarten wird. Ich werde mich kurz fassen, ich habe mir hier eine kleine Liste aufgeschrieben. Ihr merkt, meine Stimme ist völlig durch. Aber das liegt daran, dass ich hart gearbeitet habe in den letzten Tagen, um unter anderem dieses Video vorzubereiten. Wobei dieses Video da nicht der wahre Grund ist dafür, sondern das, was folgen wird. Und zwar, ich möchte euch als allererstes mal sagen, was euch auf diesem Kanal hier erwarten wird, also auf dem YouTube-Kanal, den ich jetzt hier führe. Ihr habt es ja schon mitbekommen, ja, 2017 habe ich endgültig die Let's Plays abgesetzt. Ich habe nicht mal mehr Stream-Projekte hochgeladen, da das für mich arbeitsaufwandmäßig einfach viel zu krass ist. Was witzig ist, denn jetzt mache ich plötzlich wieder was anderes, was wahrscheinlich sogar noch intensiver ist, als einfach nur die Let's Play-Projekte in Sachen zu schneiden und hochzuladen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Denn das ist der große Unterschied zu dem vergangenen Jahr natürlich. Ich arbeite wieder von zu Hause aus, ich bin wieder selbstständig und das ermöglicht mir natürlich auch in gewisser Weise wieder neue Sachen, die früher möglich waren, früher ich aber noch nicht das Knowledge hatte oder sonstiges oder das Equipment oder sonst was. Und möchte deswegen im Jahr 2018 natürlich für euch noch stärkeren und besseren Content bieten als je zuvor. Was passiert also hier auf diesem YouTube-Channel? Auf diesem YouTube-Channel wird es weiterhin Hearthstone geben. Das ist immer noch mein Main-Projekt. Also noch nicht unbedingt. Also es kann sein, dass es jetzt im Januar noch erstmal ganz langsam losgeht und noch nicht wirklich viel kommt. Aber spätestens ab Februar hoffe ich, dass ich wieder täglich ein bis zwei Highlights bringen kann aus meinen Streams und gleichzeitig natürlich schauen werde, dass ich Wolf vs. Friends bringe. Eventuell kommt es nur noch alle zwei Wochen, aber das wird die Zeit zeigen tatsächlich. Das wird mein Hauptcontent sein. Es wird weiterhin keine Projekte hier auf YouTube geben, die ich in den Streams mache. Das bedeutet, alles Let's Play-mäßiges wird nicht hier auf YouTube erscheinen. Das findet ihr alles unter meinen Twitch-Highlights oder ihr guckt einfach auf dem Discord, da findet ihr sicherlich auch die Videos. Also, aber ich habe mir gedacht, wir finden jetzt mal einen Kompromiss. Ich habe vor ein paar Tagen das Best of Calling hochgeladen aus dem Jahre 2017 meiner Hearthstone-Streams. Und als ich das geschnitten habe, was mich sehr viel Zeit gekostet habe tatsächlich, also solltet ihr es noch nicht gesehen haben, werft mal einen Blick drauf. Während ich das geschnitten habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist zwar jetzt irrsinnig zeitintensiv gewesen, hat mich verdammt viele schlaflose Nächte gekostet, aber ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, das zu schneiden und vor allem ganz wichtig, ich glaube, dass der Content, also das Video, einfach sehr, sehr, sehr gut ist. Und nachdem ich das alles Revue passieren habe lassen, habe ich mir gedacht, ich werde in Zukunft Folgendes tun. Und zwar, da ich keine Let's Plays mehr hochlade, habe ich mir gedacht, als Kompromiss dazu werde ich in Zukunft ab diesem Moment an alle Projekte, die ich mache, als Best of hier verpacken und hochladen. Für alle, die meine Streams nicht gucken, wir haben als Neujahrsprojekt Pokémon Gold Let's Played. Viele werden vielleicht damals Pokémon Bloody Platinum bei mir gesehen haben oder Pokémon Blau und werden sich jetzt denken, oh mein Gott, wie konnte ich das nur verpassen? Ja, wie konntest du das eigentlich nur verpassen? Checkt meinen Stream aus, Leute. Link ist unten in der Videobeschreibung. Es lohnt sich immer. Aber, ganz wichtig, ich habe jetzt oder ich werde von diesem Projekt jetzt ein Best-of zusammenschneiden. Das Projekt ging 25 Stunden knapp und ich werde schauen, dass ich ein 10 bis 20 minütiges Highlight-Video daraus schneide. Mit den besten und lustigsten Szenen. Und das ist quasi mein Kompromiss. Das bedeutet auch, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr eben nicht auf Twitch aktiv seid, aber eigentlich schon meinen Content sehen wollt, etwas bekommt. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, so ein Best-of kommt dann nur alle paar Wochen. Ist ja klar, muss ja auch erstmal gespielt werden, Projekt vorbei sein, geschnitten. Es kommt alle paar Wochen nur ein Best-of, logischerweise. Aber zum Beispiel nächstes Wochenende kommt das Best-of Pokémon Gold. Ihr guckt euch das an und merkt zum Beispiel so nach 3 Minuten, Alter, das ist geil, das muss ich eigentlich komplett sehen. Dann wird ein Link in der Videobeschreibung sein, wo du draufklickst und zack, kannst du das komplette Projekt so genießen, wie du es möchtest. Es ist dann deswegen empfehlenswert,
abzuschätzen, ob man nach 3-5 Minuten das schon gut findet oder nicht, weil sich dann komplett zu spoilern, ist natürlich auch ein bisschen doof. Ja, aber so als kleinen Anreiz, so, holy shit, das Best of ist jetzt schon lustig, gucken wir mal lieber ganz, oder ihr guckt dann natürlich einfach das Best of zu Ende. Das heißt, was ich aus diesem Kanal jetzt hier quasi machen werde, ich werde einen Hearthstone-Kanal, also das ist ein Hearthstone-Kanal mit Variety Best-Offs. Denn ich möchte 2018 wieder etwas mehr Back to the Roots gehen. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich jetzt wieder von zu Hause arbeite und deswegen mehr Zeit tatsächlich auch für Variety habe. Das bedeutet, wir werden in den Streams 3-4 Stunden Hearthstone am Tag spielen und dann noch etwas anderes, worauf ich halt gerade Lust habe. 2017 war das große Jahr von Kingdom Hearts, 2018 wird das große Jahr von GTA sein. Ich möchte circa nach der DreamHack 30.01. mit dem Projekt anfangen. Da werden wir dann einen großen Marathon durchziehen. Apropos DreamHack möchte ich auch noch ganz kurz anmerken, ich werde auf der DreamHack sein, ich werde dort arbeiten, und zwar bei der Amazon Stage, wie beim der Gamescom, und zwar beim Bällebecken. Das ist kein Scherz, es wird dort ein Bällebecken geben. Ein Bällebecken geben, an dem ihr teilnehmen könnt, denn wir haben da unter 30.000 Bällen oder so 100 Spezialbälle. Und wenn ihr einen davon findet, kriegt ihr einen sensationellen Preis. Und da kann jeder von euch mitmachen. Das heißt, wenn ihr auf der DreamHack seid, kommt zur Amazon Stage, zum Bällebad. Auch wenn ich dort arbeite, ich werde bestimmt auch mal Zeit haben, um kurz vor das Bällebad zu kommen für ein Foto, Autogramm oder eine kurze Frage oder sowas. Kommt vorbei, sagt Hallo, taucht ins Becken, ich moderiere das Ganze. Ja, das Bällebecken wird moderiert. Das wird großartig. Also, das kurz dazu. Und ja, also wie gesagt, Hearthstone, Main-Kanal, und gleichzeitig werde ich noch Best-Offs eben machen. Und ansonsten, dadurch könnt ihr halt eben sehen, was ich für Projekte mache. Und dann kriegt ihr einfach nur einen Link, wo ihr dann das Ganze gucken könnt, wenn ihr das wollt. Das wird quasi hier auf YouTube passieren. Auf Twitch, wie gesagt, machen wir immer noch mainly Hearthstone. Ich möchte am halben, also die Hälfte des Tages machen wir Hearthstone, die Hälfte des Tages machen wir irgendwas anderes, eben mainly jetzt dann GTA. Oder worauf ich eben sonst so Lust habe. Das ist eigentlich so das Main-Konzept. Damit wisst ihr auch eigentlich schon alles. Und ja, das wird super. Und jetzt habe ich noch zwei kleine Sachen. Und zwar, ich arbeite ja gerade an einem anderen Projekt noch, eben auch ein Best-of. Und zwar, wir haben vor ein paar Wochen 7 Jahre Vulgaros gefeiert, für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß. Mein Name besteht seit 7 Jahren. Das ist eine unglaublich lange Zeit für jemanden, der das in Deutschland gemacht hat. Und zu diesem 7-Jährigen wollte ich natürlich nochmal ein ganz spezielles Video machen. Wir sind kurz von 100.000 Abonnenten. Das wird ein sehr langes und großes Video, wird quasi ein 100.000 Abo, 7 Jahre Vulgaros Spezial, Best of etc. Und da hätte ich natürlich auch gerne eure Hilfe noch, beziehungsweise ich habe zwar auch schon natürlich Szenen und so weiter, aber vielleicht gibt es ja noch was, was ich verpasst habe, wo ihr sagt, das muss dabei sein, weil das in den 7 Jahren Vulgaros extremst insane war. Auch wenn das in einer Szene von den anderen beiden Best-Offs, die ich hatte, drin war. Wenn ihr sagt, auch die muss unter den 7 Jahren dabei sein, dann könnt ihr die vorschlagen. Was ihr dafür machen müsst, ist unten in der Videobeschreibung ist ein Google Docs Formular. Und wenn ihr da bitte einfach das ist ein ganz normales Feld mit dem Link zum Video, oder wenn es kein Video war, sondern auf Twitch passiert ist und dementsprechend nicht auf YouTube ist, dann einfach den Link zum Video, egal ob auf YouTube oder auf Twitch, und im Text bitte einfach sagen, welche Zeit, oder ihr, oder wer richtig Skills hat, der bettet das natürlich mit der jeweiligen Zahl ein. Also wisst ihr, wenn ihr auf YouTube auf Teilen klickt und dann Start Ad klickt und dann schreibt einfach im Text noch die Zeit dazu und was. Also das wäre mir auch noch ganz wichtig. Schreibt im Text die Zeit, welches Highlight ihr unbedingt in den 7 Jahren Vulgaros sehen wollt und warum. So, das könnt ihr jetzt machen. Tobt euch aus. Jeder von euch kann so viele Szenen einschicken, wie ihr will. Wenn ihr sagt, ohne diese Szene im Video bin ich ein trauriger Mensch, haut raus. Und dann noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Und da ist mir nämlich Folgendes noch eingefallen tatsächlich. Und das finde ich ziemlich cool. Wir haben ja im Stream unser Bierchensystem. Ja? Ihr sammelt ja quasi in unserem Stream Bierchen. Das hat ja bisher nichts gebracht. Das ist einfach nur Nonsens. So ein bisschen zum Spaß, um für die ein oder andere Hearthstone-Arena mal eine Wette rauszuhauen oder sonstigen Käsekuchen. Ja? Ihr wisst ja, ihr kriegt, wenn ihr zuguckt, kriegt ihr ein Bierchen. Wenn ihr Subs seid, kriegt ihr ein Bierchen. Und wenn ihr im Chat aktiv seid, kriegt ihr auch ein Bierchen pro Stunde. Also wenn ihr Chat aktiv seid und Subs seid, kriegt ihr 3 Bierchen pro Stunde. Und für jede Donation, für jeden Euro, kriegt ihr auch ein Bierchen. Aber
Bisher hat das nichts gebracht. War einfach nur dumme Spielerei. Und ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, ob ich nicht irgendwas einführen kann, dass diese Bierchen einen kleinen Sinn und Wert verleiht. Und mir ist etwas eingefallen. Und zwar habe ich mir überlegt, wer die Bierchen hortet und sammelt, könnt ihr sie jetzt für was eintauschen? Und zwar könnt ihr quasi eure Bierchen nutzen, um unsere Community wachsen zu lassen, um unsere Community etwas Gutes zu tun, jemanden glücklich zu machen. Und zwar könnt ihr jetzt für 1000 Bierchen, das ist eine große Zahl, aber muss man sich halt verdienen, für 1000 Bierchen könnt ihr quasi einen Sub einlösen. Den könnt ihr auch für euch selbst von mir aus einlösen, das spielt gar keine Rolle. Oder ihr verschenkt den. Das heißt, wenn ihr eure Bierchen im Discord auscheckt mit Ausrufezeichen Bierchen, für alle, die es noch nicht wissen, ihr müsst das unter in der Videobeschreibung einfach mal auschecken, könnt ihr quasi dann zu mir kommen und sagen, hey, pass mal auf, ich habe 1000 Bierchen, ich möchte jetzt das als Sub für mich einlösen oder ich möchte den Sub an XY verschenken, dann werde ich diesen Sub entweder euch geben oder demjenigen, an den ihr schenken wollt. So als kleines Dankeschön von meiner Seite aus. So, dann haben die Bierchen nämlich auch zumindest eine kleine Verwendung und das war's eigentlich. Das bedeutet im Endeffekt, das ist der Plan für 2018. Ich muss sagen, dass der Start ins Jahr 2018 mit euch, ich hatte sehr viel Angst, dass das scheiße wird, wieder von zu Hause arbeiten, dass ich mich sehr unwohl fühlen werde, vor allem weil ich nicht das Equipment habe, was ich im Studio hatte etc. Daran arbeite ich aber noch. Ich muss sagen, unser Start ins Jahr 2018 war großartig, das Pokémon Gold Projekt war super geil, wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Und für den Fall, dass ihr das Video jetzt gerade guckt, wir spielen jetzt gerade Pokémon Snap im Stream. Guckt mal vorbei, schreibt in den Chat. Und wir werden weiterhin coolen Scheiß machen, viel Variety, viel Spaß haben, auf eine geile Zeit, aufs Jahr 2018. Wahnsinn, wirklich, dass es mich nach 7 Jahren immer noch geben darf, dass ihr immer noch da seid. Ich weiß es wahnsinnig zu schätzen, ich ziehe meinen Hut und verbeuge mich vor euch. Vielen lieben Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, das weiterzumachen, wovon ich träume, was mich glücklich macht und hoffentlich auch euch glücklich macht. Dankeschön.